Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7-Minute Squads. Wir sind wieder am Start mit der Serie, die ihr seit Ewigkeiten mal wieder bekommt heute und seit Ewigkeiten gefordert habt. Ich bin am Start und eigentlich wollte ich diese Serie in den nächsten Wochen nicht mehr machen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so mehr Lust darauf habe, 7-Minute Squads zu bauen. Aber ihr habt sie euch so sehr gewünscht, dass ich sie heute mal wieder bringe. Und wenn ihr sie weiterhin sehen wollt, dann zeigt mir das, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. 1000 Likes wären richtig, richtig geile Unterstützung und ein richtig geiler Support und würden zeigen, wie sehr diese Serie, die seit Ewigkeiten existiert, feiert. Ich würde mich drüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu Instagram, Twitter, da bin ich momentan sehr aktiv, Facebook und RandyRun. Schreibt mir in die Kommentare, warum ihr die 7-Minute Squads wieder haben wollt. Und ohne weiteres Rumgeschnackel würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Momentan haben wir hier 4-2-3-1-Formation, das ist nicht gegeben. Allerdings haben wir einen Spieler gegeben, den ich ganz gerne auch in diesem 7-Minute Squad verwenden würde. Der ist in letzter Zeit relativ oft auch getaucht und das auch vollkommen zu Recht, denn es ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt, nachdem er seine Informkarte bekommen hat. Und damit sollte schon klar sein, wer es ist. Und zwar ist der Name Khatem Ben Arfa. Und genau den möchte ich heute ganz gerne einbauen. Den Second Inform, der geupgradet ist. Im Endeffekt auch 83er Rating, sieht stark aus. Bisher 8 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen, 5-Star Weakfoot und so weiter und so fort. Mal sehen, was wir jetzt daraus so zaubern können. Zweiten Spieler suchen wir vorher natürlich noch, denn wir brauchen zwei Spieler in diesem Team, beziehungsweise in dem 7-Minute-Squad, um es irgendwie anzufangen. Und da kommen wir nochmal Gold und suchen Spieler und finden Thomas Müller. Gut, das ist theoretisch eine Variante, die wir machen können. Das machen wir, würde ich sagen, auch einfach. Ist keine schlechte Variante. Und nicht Mustafi, sondern Müller. Und damit haben wir zwei Außenspieler, beziehungsweise ich glaube, ich lasse Müller als Stürmer spielen. Denn ich finde, dass Müller als Stürmer gar nicht mal so schlecht aufgehoben ist. Ob er sich da wirklich durchsetzen kann mit seinen hohen Arbeitsraten, die er, meine ich, hat, wird sich dann zeigen. Aber er sollte im Idealfall doch performen können. So, den nehmen wir mit. Okay, ist 10er. Gut, dann lassen wir ihn als 10er. Waren es die 99 Fitness, die mich überzeugt haben. Und dann haben wir aber quasi unsere beiden Außenspieler. Einmal Ben Arfa und einmal Thomas Müller. Ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich so lasse. Ich glaube aber nicht, weil andersrum kann man so schön reinziehen. Deswegen machen wir mal so. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Wir haben 7 Minuten Zeit, um das Ganze zu vollenden. Und wir, wenn mein Handy möchte, starten durch in 3, in 2, in 1 und go. Alles klar. Fangen wir an. Die große Frage ist, wie verlinken wir Thomas Müller mit Bernat? Das ist zumindest meine erste Variante, die ich im Kopf habe. Wäre eine Möglichkeit, ist Linksverteidiger, passt dementsprechend. Des Weiteren Khatem Ben Arfa. Haben wir einen französischen Stürmer in der Bundesliga? Haben wir sogar tatsächlich mit Anthony oder Anthony Modest, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht so wirklich gespielt dieses Jahr. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir mit. So, dann machen wir weiter mit französischen Stürmer. Nehmen wir da einen aus der Ligue 1. Ich würde sagen, das können wir immer machen. Frankreich Stürmer. Und dann nehmen wir Ben Yedder. Ben Yedder ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ben Yedder gefällt mir als Option. Niang wäre natürlich auch nicht schlecht, aber der ist Serie A halt und nicht Ligue 1. Nehmen wir Ben Yedder. Nicht die Inform-Variante, wird mittlerweile leider verkauft, aber die normale Variante. Inform ist übrigens auch richtig stark, wenn ihr auch eine richtig geile Karte ausprobieren wollt, holt euch auf jeden Fall. So, dann brauchen wir als nächstes. Wir können eine Schlange bauen eigentlich mal. Dann machen wir halt einen Sechser. Und zwar kommt das schon gar nicht mehr hin. Kommt überhaupt absolut nicht hin. Das heißt im Endeffekt, wir holen uns jetzt. Rechtsverteidiger. Entweder von Nizza oder von, also aus Frankreich. Der halt in der Ligue 1 spielt. Ich überlege gerade, mir fällt nichts ein. Pereira, ja. Ist ein Portugiese, das würde dementsprechend funktionieren. Kostet die 300 Münzen, nehmen wir mit. Portugiese, haben wir eine Nation mehr, warum eigentlich nicht? So, die Sache ist, wir brauchen jetzt einen Perfect Link auf der 6 und dazu einen Strong Link per Innenverteidiger. Das dürfte kein Problem sein. Wir nehmen da einfach die brasilianische Kombination aus Fernandinho und Fernando. So, den Citizen Nummer 1, der gestern getroffen hat in der Champions League. Für mich gestern, für euch weiß ich gar nicht wann. Und Fernando, der den Fehler gemacht hat vor dem Ausgleichstreffer von PSG. So, eine Doppel-6
Und dazu brauchen wir jetzt entweder aus der Premier League oder allgemein Brasilianer. Wir nehmen die brasilianische Variante. Dazu brauchen wir aber zwei aus der gleichen Liga. Und zwar habe ich da im Blick... wen habe ich denn da im Blick? Wir sind noch nicht in der Serie A. Maurizio ist nicht schlecht. Und Juan Jesus. So, und dazu nehmen wir jetzt noch einen Keeper aus der Serie A. Und dann sind wir schon fertig mit diesem 7-Minute-Squad. Und das innerhalb von, ich weiß gar nicht, absolut kurzer Zeit. Das ist das Schöne bei dieser Formation. Sie ist unglaublich einfach zu verlinken. Ja, wen nehmen wir da? Das ist die große Frage. Einen Spanier haben wir schon. Wie wäre es mit einem Italiener? Wie wäre es mit Marchetti? Eigentlich keine schlechte Idee in meinen Augen. Chesney ist auch gut. Nehmen wir Chesney. Ist ein Pole, nochmal was anderes. Der hat einen komischen Bart. Aber ist auch egal. Damit sind wir fertig. Das 7-Minute-Squad ist extrem schnell fertig geworden. Und zwar innerhalb von 3,5 Minuten. Das war, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, ich baue das mal eben fertig und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, so sieht das Team aus. Dummerweise habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich vergessen, dass Modeste irgendwie keinen Stronglink hatte. Und bei einer AFA 2. Dementsprechend haben wir jetzt Modeste alleine hingestellt. Und zwar mit Hosin an der Seite. Und zwar links. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und bei einer AFA hat einen Link zu Modest. Ist in Ordnung. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Ligen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nationen. Wenn ich das richtig gerechnet habe. Was ich hoffe. Sieht aber gut aus. No links wasted. Ich würde sagen, wir suchen Gegner. Ups. Das Team heißt Deutsch. Der Gegner heißt Haikali oder der Feind heißt Haikali. Und wir spielen gegen Leno Boateng, Hövedes, Beck, Schmelzer, Schweinsteiger, Kroos, Gündogan, Gomez, Bellarabi und Schürrle. Also wirklich sehr deutsch. Mal sehen, wie das funktioniert. Ben Arfa, Müller und abseits. Schade, ich dachte ehrlich gesagt, er war weit genug hinten gewesen, aber anscheinend nicht. Wäre natürlich eine schöne Kombination gewesen von unseren beiden Standardspielern, aber so bleibt es bei 0-1. 0-0. Oh, schade, Ben Arfa, das sah richtig schön aus, aber leider nicht. Bam! Fernandinho 1-0. Das habe ich gesehen, als er bei dem Fuß verlassen hat, dass das der Führungstreffer für unsere Mann wird. Ben Arfa mit der Flanke abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Fernandinho schießen und der macht das auch hin. Pfosten drin, das Ding. Führungstreffer, sehr schön. Gerade jetzt hier, wie wir nochmal sehen. So, da hätten wir also. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die erste richtig gefährliche Aktion vom Gegner, muss man ja auch mal würdigen. Lattenschuss. Konterchance über Müller und Fernandinho, den Torschützen, aber das war schwach. Das war wieder mal richtig typisch FIFA, dass ich da nicht Maurizio angewählt bekomme, sondern der einfach wegläuft. Ganz schwach verteidigt, 1-1. Abseits, auch gut. Müller mit der nächsten Gelegenheit, die richtig schön war. Hat, glaube ich, den Finesse-Shot-Trade. Das hat man da auch gesehen, aber Leno ist wie eine Katze da. Ben Arfa mit der Ecke reingezirkelt und nix, aber nochmal die Chance für unseren Franzosen abseits. Zweites Abseits-Tor, auch schön. Das war eine schöne Ballannahme auf jeden Fall von ich weiß nicht wem. Jesus, ja gut. Dann ist es wahrscheinlich, dass er bei daneben gegangen ist. Aber an sich war es schön gemacht. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Oh, mit Ballbesitz die Grätsche von Perin. Ganz stark. Oh, jetzt die Ballannahme. Jetzt die große Frage. Schafft er das? Fake Shot. Ah, souverän gemeistert. Jetzt ein Konter einleiten am besten. Und einfach mal nochmal auf Ben Arfa rausgeben. Einfach aus Prinzip. Knapp, aber kriegen wir noch hin, oder? Jetzt ist er im Abseits gerade. Jetzt kommt er wieder zurück. Jetzt ist er da. Da ist er. Zack. Und McGeady Spin will er nicht. Zieht nicht mal das Foul. Bolassi Flick, Fake Shot. So, jetzt als nächstes ein Fake Shot und ein Foul. Ah, vielleicht eine gute Freischusssituation. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Warum nicht mal direkt versuchen? Ben Arfa. Das sieht gut aus. Der Pfosten Modest ist. Kein Torjäger. Oh,
ganz, ganz schlecht verteidigt. Toni Kroos auf dem Weg zum Ausgleichstor. Perin ist da und verhindert das. Ich werde so viel schneiden müssen, weil ich wieder viel zu viel labere hier so vor allem Szenen. Okay, sie war nötig, aber es gibt viel zu viele Szenen in diesem Spiel. Naja, Kroos mit der Ecke. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Verteidigen. Oh. Das ist kein Foul. Das ist nie im Leben ein Foul gegen Marcel Schmelzer von Fernandinho, unserem Torschützen. Und jetzt hat Kroos nochmal die Gelegenheit, hier auf Ausgleich zu stellen. In der 90. in der Nachspielzeit, in der 4. Minute der Nachspielzeit, um genau zu sein. Allerdings macht er das kurz. Gomez. Irgendwer anders. Gündogan war es, glaube ich. Oh, scheiße geklärt. Ganz scheiße geklärt. Aber Pereira ist da und damit ist es vorbei. Ja, sehr, sehr knapper 1-0, allerdings anständiger da verdienter Sieg in diesem Spiel. War auf jeden Fall eine anstrengende Partie. Müller und Ben Arfa, also Müller hat nicht geglänzt, der war nicht so auffällig. Ben Arfa hat ziemlich geglänzt, allerdings ja, ohne irgendwie eine vernünftige Bewertung rauszuschlagen. Allerdings sind die Bewertungen allgemein nicht so nice. Fernandinho mit einer 7,2, der drittbeste Spieler und unser Torschütze. Spieler zumindest, Torwart ist Perin der Beste. Von Statistiken her, mal sehen, wie es war. 10, ja, ausgeglichen eigentlich, Ballbesitz mehr für ihn, aber im Endeffekt der Sieg für uns, von daher bin ich zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von den 7 Minute Squad sehen wollt, dann zeigt mir das in Form einer Bewertung und eines Kommentares. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und wunderschönen Tag noch, macht's gut, haut rein und ciao.